Dann begrüße ich alle recht herzlich zur Pressekonferenz DFB-Pokal, erste Hauptrunde, Sportfreunde Lotte gegen den Karlsruher SC. Endergebnis 0-5 aus Sicht der Sportfreunde vor 4.637 Zuschauern. So, jetzt habe ich es. Ich begrüße recht herzlich alle Pressevertreter und die beiden Trainer Christian Eichner und Fabian Lübbers. Und bei uns hat wie immer der Gast das erste Wort. Deshalb würde ich Christian Eichner um eine kurze Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft heute, weil sie von der ersten bis zur letzten Minute sehr konzentriert bei der Sache war. Ich glaube, in solchen Spielen ist es oftmals wichtiger, was für eine Haltung du an den Tag legst. Da hat uns die Mannschaft jetzt, glaube ich, im fünften Jahr noch nie enttäuscht. Daran hat es in den wenigsten Fällen auch gelegen bis hierher. Der zweite Aspekt ist, dass natürlich ein frühes Tor so einem Spiel für eine höherklassige Mannschaft auch immer hilft, um gut ins Spiel zu kommen, um eine gewisse Sicherheit hinzubekommen und beim Gegner, der sicherlich sehr heiß war, dann auch so ein bisschen eine Anfangseuphorie gleich einzudämmen. Danach haben wir, glaube ich, bis zur Pause einige Chancen liegen lassen. Trotzdem fand ich auch, dass die Sportfreunde immer sehr gefällig nach vorne gespielt haben und gut kombiniert haben und auch das gezeigt haben, auf das wir meine Mannschaft auch vorbereitet hatten. Ich glaube, mit dem 13-0 nach der Pause war dann auch ergebnistechnisch der Deckel drauf. Sicherlich ist dann der ein oder anderen Phase auch ein bisschen Leerlauf entstanden, was allerdings normal ist, wenn du 3-0 führst im Pokal als Höherklassiger. Deswegen geht es in Summe in Ordnung. Wir konnten den ein oder anderen dann am Ende auch aufs Feld bringen, der noch nicht so viel Spielzeit hatte, beziehungsweise auch beispielsweise David Herold ein 90-Minuten-Spiel auch mal geben, was dringend notwendig war, sodass ich in Summe wirklich zufrieden bin heute. Ich glaube, das Wochenende hat gezeigt, dass solche Spiele auch einen anderen Verlauf nehmen können, sehr eng sein können. Und deswegen sind wir glücklich über die zweite Runde und werden uns jetzt beeilen, nach Hause zu kommen, weil es am Freitag in der Liga direkt weitergeht. Fabian, deiner Mannschaft und dir alles Gute, dass ihr diesen Lauf, den ihr habt in der Liga, so lange wie es geht, aufrechterhaltet und ein super Jahr spielt. Dankeschön. Vielen Dank. Dann hat Fabian jetzt das Wort. Ja, danke erstmal für die netten Worte. Ich glaube, das Spiel aus unserer Sicht logischerweise, Christian hat es gerade angesprochen, für den KSC als höherklassige Mannschaft perfekt verlaufen für uns. Dementsprechend genauso, wie wir es nicht wollten, mit dem ersten Torschuss vom Gegner hier in Rückstand geraten. Und ich glaube auch ja, sehr, sehr vermeidbar. Einen guten Tag hält Lorenz den wahrscheinlich. So ja, war diese Anfangseuphorie dann wirklich sehr schnell gedämmt bei uns. Trotzdem muss man sagen, haben wir weiterhin versucht, an unserem Plan festzuhalten, uns nicht nur zu verstecken, wollten dann auch immer wieder Akzente setzen, was uns das ein oder andere Mal ganz gut gelungen ist. Man muss aber schon ganz klar sagen, dass auch diese Pausenführung für Karlsruhe dann mit 2-0 unterm Strich hoch verdient war. Wir waren einfach in den entscheidenden Momenten dann zu langsam, einen Schritt zu langsam vom Kopf, vielleicht auch dann in den Beinen. Aber das ist einfach auch dieser Unterschied. Deshalb spielt die Mannschaft von Karlsruhe in der zweiten Liga wie in der Regionalliga West. Und ja, das gilt es einfach für unsere Jungs dann auch irgendwo mitzunehmen und auch als Lerneffekt dann nutzen zu können. In der zweiten Halbzeit hat es mir eigentlich persönlich ein bisschen besser sogar von unserem Ballbesitz gefallen. Natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass da auch wieder zum ungünstigen Zeitpunkt direkt nach der Pause das 0-3 fällt. Der KSC vielleicht dann einen Gang irgendwo rausnimmt, das ist auch ganz klar. Trotzdem haben wir dann längere Ballbesitzphasen gehabt als noch in der ersten Halbzeit, sind nicht nur über diese Umschaltmomente gekommen. Wir haben es da aber dann irgendwo versäumt, ja auch selber ein Tor zu erzielen. Wir hatten, glaube ich, dann noch von Marc Heider eine gute Chance, den er meiner Meinung nach sogar durchlassen müsste, weil Niklas Determann ein bisschen besser postiert war am zweiten Pfosten. Und ja, dann bekommst du noch einen vierten Gegentreffer, wo wir einfach im Strafraum viel zu spät am Mann waren, sodass es dann einfach war für Karlsruhe, das Tor zu erzielen. Und das ist irgendwo das Ärgerliche. Ich glaube, es waren alles fast individuelle Fehler, die irgendwo von unserer Seite vorausgegangen sind, wo wir den KSC es zu einfach gemacht haben, die Tore zu erzielen. Aber wie gesagt, das ist auch ein Lerneffekt für uns. Unterm Strich sind wir trotzdem zufrieden, dass wir einen guten Pokalabend hier hatten. Und jetzt gilt es für uns, weiter in der Liga zu machen. Das Gleiche kann ich für euch auch zurückgeben. Ich glaube, mit 4 Punkten seid ihr schon ordentlich gestartet. Wart letztes Jahr in der Rückrunde schon sehr gut. Ich wünsche euch da alles Gute, dass ihr gut durch die Saison kommt und auch gut durch die Pokalsaison. Und ja, vielleicht sieht man sich ja nochmal wieder, ein drittes Mal. Alles Gute. Dankeschön. Alles klar. Gibt es dazu Fragen von Pressevertretern? Ich sehe Zustimmung. Dann gebe ich das jetzt einmal weiter. Wir machen das nach dem Weitergeben-Prinzip hier mit dem Mikrofon.
Hallo, direkt mal zu den ersten beiden Gegentoren. Beim ersten Gegentor sah Brodersen nicht so ganz glücklich aus und beim zweiten Nyuedine, und die sind dann beide auch ausgewechselt worden. Ist das, also hatte das mit den Fehlern zu tun oder war das einfach so aus dem Spiel heraus irgendwie gegeben? Hatte nichts zwingend mit den Fehlern zu tun. Natürlich ist beim ersten Gegentreffer Leo Brodersen einfach auch zu spät rausgerückt, aber nochmal, ich glaube, der Schuss ist trotzdem haltbar. Beim zweiten Gegentor, klar, Einwurf für uns, spielen den Ball in der Mitte. Ich glaube, ähnlich war es auch vor dem vierten oder fünften, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, fünften war es, wo der Mensing dann einen ähnlichen Fehler macht, wo wir den Gegner dann einladen. Hatte aber nicht die Gründe, dass die Jungs ausgewechselt wurden. Ich meine, auf der Schiene gegen so einen Gegner muss man auch viel arbeiten, weil die Jungs auch immer wieder in Offensivakzente setzen sollten, sowohl Buri als auch Leo. Und von daher haben wir uns dann in der Halbzeit dazu entschieden, zwei frische Kräfte auf den Position zu bringen. Ja, Marius Bücher, Badische Neueste Nachrichten. Frage an Christian Eichner. Du hast zwei Wechsel vorgenommen im Vergleich zu den Ligaspielen. Hätte er noch andere Möglichkeiten gegeben? Vielleicht kannst du kurz sagen, was so der Hintergrund war, dass du dich für die zwei Positionen entschieden hast. Und vielleicht noch als zweites, du hast angesprochen, du konntest dann so ein paar Spieler auch bringen, die jetzt nicht so viel Spielzeit hatten. Wie hast du die heute dann gesehen am Schluss? Ja, es ist vor so einem Spiel, wenn du ordentlich gestartet bist und du hast alle Mann nahezu an Bord, dann musst du eine gute Mitte finden von möglichen Wechseln oder auch Nicht-Wechseln. Ich finde, am dritten Pflichtspieltag sollte jetzt noch nicht die große Rotationsmaschine zwingend angeworfen werden. Das ist aber ein subjektives Gefühl von meiner Seite aus. Nikolai Rapp hatte jetzt in der zweiten Woche so ein bisschen muskuläre Probleme und aufgrund der von mir in meinem Statement angesprochenen Sonntag-Freitag-Thematik war es mir einfach sehr wichtig, dass Rappo am Freitag komplett schmerzfrei und fit sein wird und aufs Feld kommen wird. Und dann haben wir uns noch für David Herold entschieden, weil Lasse Günther jetzt gespielt hatte und auch sehr fleißig unterwegs war und wir David angemerkt haben, dass das so eine Spielzeit mal eminent wichtig wäre für ihn, um Körner zu sammeln auch. Das können wir und schaffen wir momentan abseits des normalen Liga-Geschehens nicht. Und deswegen haben wir uns auch nur für die zwei entschieden, weil ansonsten wäre es schwierig geworden, noch ein Dritter, dann hättest du eigentlich auch noch einen Vierter machen müssen, aufgrund vielleicht von der ein oder anderen Trainingsleistung, wenn ich an Christoph Kobal denke, der heute so ein bisschen der Geschichte dann auch zum Opfer gefallen ist, dass ich die stabile Innenverteidigung nicht auch noch durcheinander würfeln wollte, sodass ich mich lediglich für zwei Wechsel vor dem Spiel entschieden hatte. Insgesamt gesehen, glaube ich, hat man gesehen, dass es den Jungs gut tut, mal lange Spielzeit zu bekommen. Und auch Jungs wie ein Robin Häuser, der heute seinen ersten Startelf-Einsatz hatte, alle anderen. Bamba Konté hat gezeigt, dass er als Wechsler sehr, sehr wertvoll sein kann und wir uns auch bewusst dafür entschieden haben vor dem Spiel. Auch er hätte starten können. Und ohne jetzt da auf jeden einzugehen, glaube ich, tat es der gesamten Gruppe gut. Es ist wichtig fürs Klima der Gruppe. Du wirst nie alle abdecken können, aber sie müssen diese Momente nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und Robert Geller hat, glaube ich, generell seinen ersten Pflichtspieleinsatz gehabt für den KSC, den er sich redlich verdient hatte. Und da versuchen wir einfach so eine Mitte zu finden aus den Jungs, die jetzt bisher das Schiff gezogen haben und Jungs, die dann in der Zukunft da reinwachsen sollen. Alles klar, gibt es weitere Fragen? Das sehe ich soweit nicht, dann doch, sorry. Ja, also quasi jetzt nochmal zu dem Blick der Sportfreunde Lotte nach dem Spiel. Eine Niederlage kann man antizipieren, ne, bei so einem Spiel, aber wie sehr hängt es eventuell in den Köpfen oder eventuell nicht, dass die Serie jetzt gebrochen ist, die man in der Liga hatte? Natürlich wollten wir heute gewinnen, wir wussten aber, dass es wahrscheinlicher ist, dass wir dieses Spiel nicht gewinnen werden. Und von daher glaube ich nicht, dass das in den Köpfen hängen wird. Wir haben in der Regionalliga mit 3 Spielen und 3 Siegen, glaube ich, bewiesen, dass wir in der Liga sehr gut angekommen sind. Das ist unser täglich Brot, wo wir jede Woche aufs Neue um 3 Punkte kämpfen. Und von daher kann man dieses Spiel natürlich nicht mit so einem Pokalspiel vergleichen. Also dieses Pokalspiel für uns war heute ein Highlightspiel, braucht man nicht drum herum reden. Und von daher glaube ich nicht, dass es da ansatzweise für irgendwen im Kopf oder wo auch immer der Punkt sein könnte, dass jetzt eine Serie gebrochen ist. Man könnte auch auf der anderen Seite sagen, okay, ein Pokalspiel hat man verloren, aber die Siegesserie in der Liga möchte man
weiterführen und entsprechend werden wir nächste Woche Samstag nach Hohkeppel fahren, wo der Gegner halt schon vom Namen her anders klingt, wo das Umfeld anders sein wird. Aber auch da gilt es wieder für uns, vom Kopf da zu sein und da weiterzumachen, wo wir gegen Türksport auch aufgehört haben. Dankeschön. Ich weiß auch nicht, wo meine Manieren bleiben. Lukas Münch von der Neuen Osterbrücker Zeitung. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Alles gut. Super, vielen Dank. Dann bedanke ich mich für die schöne Pressekonferenz, wünsche allen Gästen aus Karlsruhe eine gute Heimfahrt und die Fans oder Unterstützer der Sportfreunde sehen sich wieder beim nächsten Heimspiel gegen Paderborn 2. Schönen Sonntag.